Hallo und herzlich willkommen beim Minecraft Kreativ Welt. Ja, wir haben vieles zu bauen, deshalb muss ich sagen, ich ja, sollte auch ein bisschen anfangen zu bauen, weil alle anderen bauen richtig toll, mega coole Sachen, wie zum Beispiel eben die Skyline und so weiter. Und der Bakwan hat mich gefragt, ob er eine Craft Attack ähnliche ähnlichen Welt machen kann. Und ja, dann haben wir eine Welt gemacht und haben sie auf Amplified gemacht und ich habe das hier gefunden. Das ist mega cool. Ich kann euch sagen, aber ich werde hier nicht bauen natürlich, weil er macht einfach dieses Projekt nebenbei mit Kollegen. Also wer auch Lust hat, der kann sicher sich mal melden bei ihm. Und jo, vielleicht ja, nimmt er euch auf. Aber auf jeden Fall gehen wir zurück nach World. Moment kurz. So. MVTP World. Ich habe ja die Burg angefangen zu bauen und das Schiff hier. Das Schiff hat einfach noch nicht so gute Segel, beziehungsweise ja, ich habe jetzt einfach mal das Schiff gebaut. Ich habe hier noch ein Piratenkostüm hingemacht, eine Schiffsstatue, ich weiß jetzt nicht genau wie sie heißt. Hier habe ich noch ein Steuerrad gebaut. Und das ist jetzt einfach mal ein winziges Schiff zum Schauen. Es wird natürlich viel größere Schiffe geben dann auf der Westwelt. Ja, dieses Raumschiff habe ich ja noch gebaut. Und hier hat eben Bugware und Tigware die riesen Skyline schon gebaut. Es ist einfach nur fantastisch. So etwas könnte ich wahrscheinlich nie bauen. Okay, mit viel Fantasie und mit viel Zeit. Ich bin ja eher einer, der relativ langsam baut und dafür richtig viel denkt. Ich habe jetzt wirklich diese Burg hier alles eigentlich mit ohne World Edit gebaut. Ich habe es richtig lange müssen planen. Es ist einfach nur ein Klotz. Ich will es natürlich schöner machen, aber die Burgen im Japanischen sind leider nur Klötze. Ich habe jetzt einfach mal hier ein Burgtor gemacht, das ein bisschen nicht klotzig ist. Und ich habe hier drüben, ich mache mal kurz das Wetter aus, sonstiges, ja. Ist ja aus. Aha, Wetterkontrolle ist nur ein Ding. Ja, gut. Dankeschön. So. Hä? Geht nicht. Ah, gut. Komm jetzt bitte weg. Was ist denn los? Ja, dankeschön. Hier habe ich natürlich das normale Burgtor gemacht. Ich hätte das andere auch noch so machen, aber nicht in diesem Part. Also das mache ich dann mal ohne. Ja, vielleicht kann es ja jemanden, ja, es geht nicht so gut mit Kopieren. Also auf jeden Fall plane ich hier ein solches, wie sagt man dem, das Haus des Königs mache ich hier. Und hier mache ich einen Marktplatz, einfach einen kleinen. Und hier mache ich etwas, das ihr nie erraten werdet. Das ist sowas von nicht passend. Eine Open-Air-Bühne. Moment kurz. So, jetzt. Jedes Mal vergesse ich den Wecker auszuschalten, nachdem ich aufgewacht bin. Ich wache immer zu früh auf, deshalb ist auch niemand auf dem Server online. Ich werde eine Open-Air-Bühne bauen und
es einfach als Event-Plattform bieten. Ja, dann muss ich den Marktplatz doch wegdingen, weil ich denke gerade, es werden vielleicht schon genügend Platz gebraucht für Events, für Spiele, für alles Mögliche. Und das möchte ich mit euch gerne bauen. Aber zuerst möchte ich kurz das Texture-Pack vorstellen, das mir der Sesslik95 geschickt hat. Er benutzt das, weil er natürlich so ein Obermega-Grafikfetischist ist. Also ihr seht, es ist das Realistico. Es ist eigentlich nichts anderes als ein 512 Text-Pack. Und das ist einfach unwerfend realistisch, aber für mich nichts. Ich bekomme jetzt schon Kopfschmerzen. Also wenn wir nur kurz hier hingehen, ich bekomme mega Kopfschmerzen. Also das ist Wahnsinn. Er hat noch ein Shader drin, aber ich mag ja keine Shaders. Also es tut mir leid für alle Shader-Fetischisten, aber ja, es ist zu, ja, vor allem in der Nacht. Ich kann damit nicht aufnehmen. Vielleicht mal benutzen, ja. Das muss ich rasseln. So. Also, wir planen jetzt mal die Open-Air-Bühne. Die darf ja nicht so an der Wand sein hier drüben. Ich muss das irgendwie planen, dass ich das ab hier... Oh, das mache ich mal Moment kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich werde 10 Platz nehmen, bei 11 machen. Ich denke aus Wolle, oder? Ich mache das aus Stahl. Wisst ihr wieso? Also aus Stahl. Aus Eisenblöcken. Weil ich ja... Sieht sogar noch cool aus. Ich möchte eine moderne Open-Air-Bühne machen. Inmitten von der antiken, ja vom japanischen Mittelalter. Weil ich ja einfach etwas bieten will, weil das ist das Eventreich. Also diese Seite sind die Events sozusagen. Natürlich kann jetzt ab hier dann jemand bauen und so weiter, aber einfach manchmal kommen hier überall Events, wie zum Beispiel die Hilfe und die Infos dort drüben im Dingreich sind. Antikenreich, genau. Das ist das, Mittelalterreich. Ich wollte ja das Farmreich zuerst hier machen, aber ich dachte ja, mache ich das, das Mittelalterreich jetzt hier. Das ist das moderne Reich und das drüben ist das Westernreich. Also, ja. Deshalb, ja, mache ich halt hier auch Eventsachen und das halt auch mittelalterlich, oder? Aber auch modern, ja, mit modern meine ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Also gut, machen wir die Ding 50 Meter lang. Das passt ja eigentlich auch, haben wir hier 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da können wir mehr machen, weil hier auch der Eingang ist und so weiter. Hä? Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Meter ist der hoch. Machen wir 13, ja, 12 hoch. Und tun sie natürlich noch schmücken oben drüber. Ja,
dann machen wir so einen Bogen. Also, es wird wahrscheinlich das Schwierigste sein, den Bogen zu machen. Also tue ich das einfach mal planen. Tue es dann realistischer machen, wenn wir vielleicht den nächsten Part machen. Aber auf jeden Fall mache ich hier mal 2, dann 3 vielleicht schon. So, aha. Okay. Muss ich das eher so machen. Und dann, sieht jetzt... Es müsste eher weniger werden. Ich mache mal das normal. Ich mache das normal. Ich mache das so. Und tu... So rüber, also... Dass es jetzt eigentlich rüber geht. Also da haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, ich habe das recht. 5. Ja, 5. Und dann mache ich eher 2 rüber und dann wieder 1 hoch. 2 rüber und 1 hoch. 2 rüber und 1 hoch. Ja, es ist zwar nicht rund, aber es ist besser so. Es ist, seht ihr das? Es geht gerade auf, hoch und dann geht es eher schräg und dann gerade. Also dass ich das so wie eine Bühne eigentlich aufgebaut baue. 2 rüber und 1 hoch. 2 rüber und 1 hoch. 2 rüber und 1 hoch. So. Also sind es 1, 2, 3. 1, 2, 3 und 1, ja. Gut, dann mache ich 4. Also das sind 3 und das sind jetzt 4. 4. So. Und jetzt geradeaus. Sieht einfach so cool aus mit diesen Blöcken. Das sieht wie Kristall oder so etwas aus. Aber jetzt sehe ich gerade, irgendwo habe ich einen Fehler drin. Hä? Ich habe keinen Fehler drin? Hä? Irgendwie sieht das nicht gerade aus, oder? Wo ist denn der Fehler? Nein, es ist kein Fehler drin. Es ist nur wegen dem Berg hinten dran so komisch passend. Gut, jetzt machen wir zuerst einmal die Bühne. Hey. Oh. Ja, die Bühne könnten wir aus Packeis machen. Wir nehmen Packeis. Die Bühne machen wir. Es sieht leider, ich habe gesehen, dass der schwarze gebrannte Ton richtig braun aussieht im Original. Also eben, ich empfehle euch dringend, dieses Textpack hier zu verwenden, damit einfach alles passt, sonst passt es irgendwie nicht. Aber wir haben schwarz in diesem Textpack, stellt euch das vor, das ist es. Ich weiß nicht, wie viel der Textpack, aber es ist einfach eines mit schwarzen Blöcken und ja, auch rotem Glas. Ich mag es zwar nicht so, dass das rote Glas nicht durchsichtig, also blass ist. Ihr kennt, ja doch, es ist schon recht blass, aber zu wenig dunkel, finde ich. Ich möchte gerne ein Texture-Pack haben, das ist so richtig dunkles Glas. Ihr kennt ja die Kirchenfenster, die sind doch rot und auch eher dunkler getönt. So richtig Kirchenfensterrot. So gewaltig schön ein Texture-Pack haben. Ich bin ja richtig, also ich möchte unbedingt ein eigenes Texture-Pack haben. Ist natürlich einfach zu schwer für mich, das zu machen, weil ich auch nicht gut in
Paint bin. Also, ja, ich nutze natürlich nicht Paint zum Texture Pack machen, aber ich habe es alles versucht und kann es leider nicht machen. Rote Netzziegel mit schwarzem. Ja, wir könnten schon Kohleblöcke nehmen. Ist ein bisschen zu hell. Nehmen wir Obsidian. Ich weiß es nicht. Wir nehmen ein helles Netzziegel für die Umrandung. Also, wir haben ja jetzt hier die... Ah, hier können wir noch das... genau, wir machen hier einen Abschluss für die ja, die Stuff hinter Backteil, Backdoor. Und wir machen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wir machen bis hier Backdoor, hier machen wir noch eine Treppe hin. Und hier tun wir die Eventbühne abschließen, aber nicht ganz. Also ich muss ja hier noch ein bisschen noch die Frontbühne zum nach vorne kommen. Also. So, jetzt. Jetzt muss ich schauen, wie viel wir machen. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen geradeaus. Ja, ich möchte gerne auch abmessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Dann haben wir, glaube ich, nur 5. Jetzt muss ich das wieder abmessen. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Noch 1 habe ich gefehlt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dann machen wir halt 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Machen wir das so. Dann haben wir so eine Plattform, wo wir natürlich noch zurück, also ein bisschen in die Menge können. Und jetzt müssen wir das alles einkleisten. Hä? Ich werde jetzt die Wände nicht machen, weil das sieht nicht so modern aus. Ich hoffe, das sieht bei euch im Texture Pack auch gut aus. Ich will einfach dieses verwenden, weil das so extremst realistisch ist, oder? Ich möchte keine Fantasy Texture Packs verwenden. Ich habe zu lange Pur BDCraft verwendet für die Let's Plays. Ich konnte das neben dem Let's Play nicht benutzen. Ich konnte es einfach nicht. Ich habe es das Let's Play benutzt, weil das halt auch relativ beliebt war. Aber mehr habe ich ja nicht benutzt. Also, dann machen wir hier auch noch die Event, also die Bühne, Backstuff. So, wir müssen aber hier auch noch zu begrenzen. Das ist doch toll, als erster Part eine Bühne bauen. Ah. Ich wäre nie drauf gekommen, wenn ich nicht gestern gesagt hätte, ich würde gerne eine Plattform bauen für die Sachen, die Ankündigung zum Beispiel. Und alles mögliche, dann werde ich dann immer auf diese Plattform euch diese Sachen vorstellen, als Video und so weiter. Das wird so cool. Ach ja. Sieht man hier hoch? Es ist ein bisschen knapp, hä? Ach komm, zwei reichen.
muss ja hier die höher bauen. Ich könnte irgendwie ein dragonisches Zeichen kreieren. Kennt ihr irgendwas, was zu mir passen könnte? Außer das D natürlich. Ein Zeichen, das den Server repräsentiert. Also wild. Und einen, der einfach das Dragonische präsentiert. Weil das ist die dragonische Macht, die mich lenkt. Nein, irgendwie. Weiß es auch nicht. Ich möchte gerne irgendwie einen Drachen als mich zum Beispiel. Oder so. Aber das wird schwer so umzusetzen. Eventuell macht ja Seslik ein Banner für mich. Ja, er ist jetzt gerade dran, aber eben dann kann er vielleicht irgendwas Ding. Es muss ja nicht schwer sein. Es kann nicht schwer sein. Aber er ist jetzt gerade im Versuchen, jetzt die Welten zu machen. Das möchte ich euch auch kurz noch zeigen. Dann machen wir das mal so. Ich mache hier drin. Ich mache mal kurz hier drin den Boden. Ich mache das so farbig. Ich finde cool, dass es rote nette Blöcke gibt jetzt. Nette Festungen Blöcke. Weil das passt einfach mega gut, oder? In der nette Festung gibt es, glaube ich, noch keine dieser roten, aber wir haben ja einen Baunetter. Also da können wir dann auch Festungen machen, die zweifarbig sind. Oder dreifarbig zum Beispiel. Wenn ihr eine Farbe in den Nether tun wollt, dann dürft ihr das auch gerne machen. So. Aber auf jeden Fall brauche ich heute auch ein bisschen und eure Unterstützung beim Werben und beim Unterhalten und so. Also ich bin wirklich sehr nett, also ich kann wirklich viele Bilder und Baumaster, also Baumeister, benennen, die für mich Sachen bauen oder für sich eigen Sachen bauen, natürlich im Kreativmodus. Und da sozusagen für mich einfach helfen, auch Banner zu machen und so weiter, damit der Server einfach ein bisschen beliebter wird und so weiter. So. Ja, ich kann glaube ich nicht üben. Ja. Doch, kann ich. Also. So. Ja, danke fürs Laggen, fürs Rumflimmen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Mittelalter in Braun. Ja, gelb geht ja nicht mehr, gelbe Krone, dann ist die hellblau. Also gelbes Reich. Und das ist das Orange. Also einfach von den Portalen hier abgeleitet. Ja, und der Mittelalter ist halt jetzt braun. Ich hätte gerne Mittelalter grün genommen, aber das ist jetzt natürlich die Farmwelt. Dann braun, wieso nicht? Das braune, kackige, hässliche Mittelalter. Das brutale Mittelalter natürlich. Aber ja, und hier haben wir das Baunetz. Also wirklich toll, wenn ihr hier auch etwas bauen würdet natürlich. Das ist wirklich fast einzigartig. Es gibt nicht viele Server, die Baunetze haben. Das war eines meiner ersten Ideen, als die Netze rauskam mit den Kollegen im Multiplayer etwas zu bauen. Wir haben auch etwas gebaut, aber das haben wir geheim gehalten. Aber damals, so mit zum Beispiel, wie hieß der erste Kollege jetzt schon wieder? Also eine Ewigkeiten her, das hat er mich dann nicht mehr gesehen. Emodam, genau, der Emodam, stimmt. Mit Emodam habe ich dort zusammen einen Baunetz, oder habe ich... Ich weiß gar nicht, ob Emma dann wirklich auch dabei war. Aber hier sehen wir, dass wir das Netzer richtig gut bebauen können. Hier haben wir sogar eine Festung. Jetzt muss ich kurz schauen, was da für Loot drin ist. Also wir wollen ja nicht die ganze Kreativzeit bauen, gell? Also hier haben wir schon mal nette Quarzen.
kann jeder netter Quarzen anbauen und weitergeben und so weiter. Oh. Ein Sattel und ein Ding. Boah, noch ein Sattel. Also für die Ersten, die dürfen in der Bauwelt auch looten. Einfach mal so, gell? Wer zuerst ist, darf looten. Vielleicht ist die nette Festung auch wieder gefüllt. Also ich bin ja einer, der füllt manchmal Sachen wieder auf, gell? Ich habe es jetzt zwar jetzt noch nicht gemacht, weil erst zwei am Surviven sind. Ich und 19Gamer97. Noch ein Sattel. Noch ein Sattel. Aber bitte macht die Welt nicht allzu groß, gell? Indem ihr einfach überall alles erkundet. Wenn ich sehe, die Welten werden zu groß, dann muss ich schon irgendwas machen und es begrenzen. Das wäre ja nicht gut, wenn ich die Welt noch begrenzen müsste. Ja, auf jeden Fall wird das ja schon mega cool aussehen, wenn wir hier alles bauen. Also, ein buntes Netter ist mir eigentlich relativ egal, wenn das wird. Also, ihr dürft schon bunt bauen. Ich will euch auch nicht allzu begrenzen. Aber wenn jetzt zum Beispiel so baut, dass ihr hier nur noch Pussy-Sachen macht oder so, dann muss ich euch begrenzen. Ich finde My Little Pony und solche Fetischisten richtig übertrieben. Ich weiß nicht, wieso die Leute immer mit My Little Pony kommen und so Sachen. Also auf meinem Server wird es wahrscheinlich keinen Platz für die Ponys geben. Und ja, ich will einen wilden Server. Denkt einfach daran, dass der Server wild sein muss und so weiter. Und ja, er muss nicht unbedingt. Ja, ich kann es ja nicht so begrenzen, aber ich will es auch nicht begrenzen. Ich bin ja einer, der relativ frei sein will und kann. Und deshalb da auch wo ist die Bühne? Aha, es geht nicht. Ich will so diese Bühne schreiben mit H. Ich habe das also sehr nicht gemacht. Nein, so. Set home Buhne. So. Gut. Ich bin auch, weil, wisst ihr, ich bin ja Schweizer. Also, kann das nicht ganz so gut manche Sachen recht schreiben. Also eigentlich wüsste ich ja, dass Bühne mit H geschrieben wird, aber wir in der Schweiz sagen Bühne. Wir sagen nicht Bühne. Wir sagen Bühne. Also nicht Bühne. Bühne. Wir sagen Bühne. Und deshalb, ja, habe ich das einfach so geschrieben, wie ich es dann gedacht habe. Also vieles kann ich, auch wenn ich es auswendig rechtschreiben kann, manchmal nicht rechtschreiben. Also vieles, zum Beispiel Ung am Schluss, muss immer groß geschrieben werden. Ich schreibe es immer klein. Nein, einfach, ich merke es immer wieder bei YouTube, weil ich ja ein Ding habe, Rechtschreibprüfung von Google Chrome, dass ich einfach alles falsch schreibe, weil ich eben es klein schreibe, die Ung-Sachen. Ja, und deshalb, ich bin halt Schweizer, also ich will gern Deutscher sein. Ich bin ja zu 25% Deutscher, aber tja, weil meine Großmutter aus Deutschland kommt, deshalb, also meine mutterlichseits Großmutter, ja, Großmutter aus Deutschland kommt und die Mutter natürlich aus der Schweiz da, weil sie zu 50% Deutsch-Schweizerin ist, Deutsch und Schweizerin, ist sie natürlich, wenn sie ein Kind bekommt, wie ich und meine Schwester, sind wir dann 25%.
Also jetzt ist 30 Minuten. Schade. Ich werde die Bühne natürlich auch ein bisschen verschönern. Ja, ist ein bisschen eckig, hä? Ist ein bisschen eckig. So. Wenn ihr wirklich Verbesserungswünsche habt für die Bühne und so weiter, dann dürft ihr das unten in die Kommentare schreiben. Und mehr kommt. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich das nehmen zu, bringen soll. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie oft ich das bringen soll. Aber nicht allzu oft, bitte, gell? Also, ich bedanke mich, so 2 oder 3 Mal per Woche geht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann, ja, im nächsten Part geht's weiter hier mit der Bühne des Drakoners auf dem Wildserver. Das wird sowas von cool sein. Ah, ja. Yeah. Tschüss.